Hallo, ich bin Gabi Franke-Mölle von Langsam kocht besser und heute möchte ich mit euch backen, nämlich einen Käsekuchen aus dem Slow Cooker. Frei nach diesem Motto hier, kein Kuchen ist auch keine Lösung. Dass man im Slow Cooker backen kann, wusstet ihr wahrscheinlich gar nicht. Das ist auch eine eher optionale Geschichte. Das heißt, man kann natürlich im Slow Cooker backen. Es wird auch sogar ein bisschen braun am Rand, aber man muss nicht im Slow Cooker backen. Aber vielleicht habt ihr ja den Backofen mit der Weihnachtsgans belegt oder der Backofen funktioniert nicht oder ihr möchtet den nicht anwerfen aus irgendwelchen Gründen oder ihr möchtet einfach einen super saftigen Käsekuchen. Dann würde ich euch diesen Käsekuchen aus dem Slow Cooker empfehlen. Ohne Boden, mit einem Quark Grießteig, der sehr lecker schmeckt und total einfach anzufertigen ist. Für den Käsekuchen aus dem Slow Cooker braucht ihr Backpapier, 70 Gramm Weichweizengrieß, 1 Teelöffel Backpulver, etwas Salz, 50 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, ein bisschen Zitronenabrieb, Vanillezucker oder eine Vanilleschote, 2 Eier, 500 Gramm Magerquark, 250 Gramm Sahnequark mit 40% Fettgehalt und 30 Gramm Trockenfrüchte. Ich habe hier Blaubeeren, ihr könnt aber auch Cranberries oder Rosinen nehmen. Damit ihr euren Slow Cooker als Backform benutzen könnt, müsst ihr den etwas vorbereiten, damit ihr später den fertig gebackenen Kuchen da entnehmen könnt. Das geht ganz einfach. Ihr fettet den Topf ein bisschen aus. Ich habe jetzt hier etwas Backspray und sprühe das aus, aber ihr könnt auch einfach Butter, Margarine nehmen. Und dann schneidet ihr 2 Streifen Backpapier, die ihr über Kreuz in den Topf legt. Und das ist schon die letzte Vorbereitung vor dem Teigrühren. Den Käsekuchenteig beginnt ihr damit, dass ihr den Grieß mit der Prise Salz vermischt, die in den Teig kommt, und ungefähr 1 Teelöffel Backpulver dazu gibt. So, das stellt ihr erst einmal beiseite. Dann wird die Butter mit dem Zucker, der ausgeschabten Vanilleschote und dem Zitronenabrieb schaumig gerührt. Wenn ihr die Butter und den Zucker ein bisschen verrührt habt, kommen die Eier nach und nach dazu. Wenn alles schön glatt gerührt ist, gebt ihr den Quark hinzu und verrührt ihn auch ebenfalls gut. Wenn Quark, Eier, Zucker und Butter schön verrührt sind, fügt ihr als letztes euren Grieß mit Backpulver und Salz hinzu. Und wenn ihr verwenden möchtet, Trockenfrüchte. Ich habe hier getrocknete Blaubeeren, weil ich so gerne Blaubeeren esse. Rosinen gehen aber auch. Oder ihr könnt frische Beeren nehmen. Die würde ich dann allerdings ganz vorsichtig mit der Hand unterheben, weil die ansonsten zu much ist, verrührt werden. Die fertige Käsekuchenmasse gebt ihr einfach in den Slow Cooker und streicht sie ein bisschen glatt. Eine Besonderheit beim Käsekuchenbacken: bevor ihr den Topf verschließt, solltet ihr oben auf ein Geschirrtuch legen. Ungefähr so. Und dann den Deckel auf und dann anschalten. Der Grund ist, dieses Geschirrtuch nimmt die Feuchtigkeit auf und sorgt dafür, dass nichts auf den Käsekuchen, auf die Oberfläche tropft. Das sieht unschön aus, das wird ansonsten zu wässrig. Das ist auch völlig gefahrlos, weil so lange ist der Kuchen nicht an. Ich stelle das jetzt 2 Stunden auf High. So, der Slow Cooker Käsekuchen war jetzt 2 Stunden im Gareinsatz und das Ganze sieht jetzt so aus, nachdem es komplett ausgekühlt ist. Ohne Deckel auskühlen lassen, weil die Feuchtigkeit sonst nicht entweichen kann und der Kuchen aufweicht. Jetzt kann ich ihn rausnehmen. Das ist gar nicht so schwierig, weil ich ja das Backpapier habe. So. Die Backpapierstreifen kann man einfach unten wegziehen.
So. Und schon ist der Käsekuchen servierbereit. Ein Klecks Blaubeermarmelade oben auf. Und für Süßschnäbel wie mein Mann kann man natürlich auch noch einen Klecks Sprühsahne oben aufgeben. Und der letzte Touch sind dann ein paar gefrorene Blaubeeren aus dem Tiefkühler.